Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedbuild hier in Jurassic World Evolution. Heute war mein Plan, auf Isla Muerta mal die neuen Mods auszuprobieren, denn Isla Muerta hat auch so einen richtig tollen Strandabschnitt und ein riesiges Meer mit klarem Wasser. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mal ausprobieren möchte, wie es denn so ist, wenn man so ein paar Inseln und so einen Strandabschnitt baut. Weil jetzt hat man ja die Möglichkeit mit den neuen Mods und genau das wollte ich in diesem Video halt testen. Ich habe übrigens auch eine sehr gute Nachricht für euch, denn bei dem letzten Speedbuild war es ja so, dass diese Bigger Islands, nee, Extended Islands heißt die, diese Mod halt noch so ein bisschen verbuggt war. Das heißt, wenn man das wieder geladen hat, waren die ganzen Terrainsachen wieder nicht mehr richtig bearbeitet und so, das habt ihr ja gesehen. Allerdings wurde jetzt durch ein Update dieser Bug behoben und man kann jetzt problemlos sein Spiel abspeichern und das Ganze wieder laden, ohne dass irgendwas kaputt geht. Das heißt natürlich für uns, dass unserem nächsten Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution nichts mehr im Wege steht. Was ich allerdings noch gerne von euch wissen würde, ist, ob ihr das Ganze lieber dann im Speedbuild-Format wie diese Videos sehen wollt, oder ob ihr das wieder in Realtime sehen wollt wie unsere alten Parkbauprojekte. Ich werde auf jeden Fall jetzt ab diesem Moment, wo ihr das Video sehen könnt, einen Community-Vote starten und dort könnt ihr dann abstimmen, ob ihr das Ganze im Speedbuild-Format sehen wollt oder wie gehabt in Realtime. Jetzt gehen wir aber erstmal darauf ein, was hier gerade überhaupt im Hintergrund passiert. Ihr habt schon gesehen, ich habe eine riesige Insel gezeichnet, habe da ein paar Gebäude platziert und jetzt gleich werde ich die wieder verkleinern. Genau, jetzt seht ihr es. So müsst ihr es eigentlich immer machen. Also wenn ihr Gebäude platziert oder irgendwelche platzierbaren Objekte wie Felsen oder Bäume und so weiter, dann müsst ihr erstmal immer eine größere Fläche begradigen, weil ansonsten bekommt man da Schwierigkeiten, gerade wenn es dann steil runter geht, so wie bei dem Meer, weil das Meer ist an der Stelle da hinten, wo das Hotel steht, mega, mega tief und das heißt, man muss eine größere Fläche begradigen, damit das Ganze funktioniert und im Endeffekt kann man es dann wieder absenken mit der neuen Mod. Ist ein bisschen umständlich teilweise, wird vielleicht ja auch noch durch irgendeine andere Mod oder so gefixt. Aber deswegen ist es bei mir auch immer so ein bisschen hin und her, dass ich mal eine größere Fläche begradige, das dann wieder kleiner mache. In der Regel ist es so, dass man erstmal eine riesige Fläche begradigen sollte. Dann muss man alles platzieren, was platzierbar ist. Gebäude, diese platzierbaren Bäume wie Palmen und sowas, Felsen. Ist aber teilweise echt immer ein bisschen schwer umzusetzen, weil man die Bäume eigentlich immer eher so am Ende platziert. Weil man guckt dann ja von oben, wo passen gut Bäume hin, wo blockieren sie nicht die Sicht. Wo macht es Sinn, die zu platzieren? Und dann hat man eigentlich das Terrain schon angepasst, so wie ich jetzt hier. Ich werde da später auch wieder Probleme bekommen. Da seht ihr schon, ich kann die Palme hier im Hintergrund gerade nicht platzieren. Aber ich habe dann einfach immer so ein bisschen hin und her probiert, wo es geht. Dann habe ich teilweise auch das Terrain nochmal angehoben. Das ist dann halt ein bisschen umständlich, aber ich will mich nicht beschweren, ne? Also die neuen Möglichkeiten sind wirklich mega gut. Ich liebe es, mit den neuen Mods zu bauen. Es fühlt sich für mich persönlich auch irgendwie so ein bisschen an wie ein neues Spiel, weil man einfach so viele neue Möglichkeiten hat. Und ich bin dadurch auch wieder total motiviert und habe total viel Lust, das Spiel zu spielen und neue Parks auszuprobieren. Wer mir persönlich nur so ein bisschen leid tut, sind die Konsolenspieler, weil die können diese ganzen neuen Mods leider nicht ausprobieren und installieren. Das heißt, ja, ihr könnt leider nur die Videos schauen und euch das Ganze dort angucken. Seid aber nicht zu traurig. Ich hoffe immer noch für euch, dass ihr auch irgendwann die Möglichkeit bekommt, Mods dafür zu installieren. Wobei ich das irgendwie, ja, mir nicht so ganz vorstellen kann, weil ist ja kein offizielles Modding. Das ist ja alles inoffiziell, was wir hier installiert haben. Und deshalb stehen die Chancen da, glaube ich, für euch nicht so gut. Aber ich drücke euch trotzdem die Daumen. Seid auf jeden Fall nicht so traurig.
Ich hatte mir übrigens überlegt, auf dieser Insel, die ich gebaut hatte, mit dem Hotel und dem Restaurant, so eine Insel zu machen, wo halt so ein paar kleine Streichelzoo-Dinosaurier, sage ich mal, herumlaufen, dass sie sich frei bewegen können dort und direkt zu den Besuchern können. Das Ganze ist natürlich nicht möglich, ohne dass sie da durch die Besucher und so doof durchrennen oder dass die Besucher Angst bekommen. Deshalb habe ich hier einfach das Ganze abgesteckt mit einem Zaun. Einmal um den Weg herum und um die Gebäude. Und diesen Zaun habe ich dann mit der Invisible Fence Mod verschwinden lassen. Und so konnte ich dann die Dinosaurier dort platzieren, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Ich habe hier übrigens eine Protoceratops Mod installiert. Die fand ich ganz süß. Der kam für die Ziege ins Spiel. Und dann habe ich noch passend dazu Homalocephale freigelassen. Die sind ja von der Größe ungefähr identisch. Diese musste ich allerdings im Nachhinein dann doch entfernen, weil ich habe gar nicht bedacht, dass die auch noch Wasser brauchen und ich ja gar keinen See oder Wasser auf der Insel hatte und das wollte ich auch nicht machen, weil die Insel ist halt von Wasser schon umgeben. Deswegen musste das nicht sein. Beim Zeichnen von so größeren Landflächen, die begradigt sein sollen, kann ich euch übrigens als Tipp geben, das Ganze mit dem Wassertool zu machen. Das geht um einiges schneller und einfacher. Und dann könnt ihr einfach das Wasser wieder entfernen. Zeichnet da immer erstmal ein bisschen großzügiger und platziert dann erstmal die Gebäude und Objekte, von denen ihr wisst, dass ihr die da auf jeden Fall haben wollt, weil das macht es für euch dann später viel, viel einfacher. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, hier noch eine kleine Insel vor der anderen Insel zu machen. Und dort sollte dann ein ACU-Zentrum hin mit einem Helikopterlandeplatz. Und dann habe ich angefangen, an den Stellen, wo die Besucher ins Wasser fallen könnten, nochmal einen Zaun vorzusetzen, damit das halt nicht passiert. Falls das da mal mit den Einrastpunkten oder Winkeln nicht ganz passen sollte, dann fangt einfach auf der anderen Seite mit dem Zaun an und versucht es dann von dort zu verbinden. Meistens klappt es dann irgendwann. Und dann habe ich an dem großen Hauptstrand
zwei Beobachtungsgalerien platziert und dann ein bisschen das Terrain angepasst. Mein Plan war es, diese große Insel so aussehen zu lassen, als ob das das natürliche Zuhause für die Pflanzenfresser, die dort lebten, und diese dann ab und zu an den Strand gelockt werden mit so Futterspendern, und dann sollten die halt diese Rampe, die ich da gerade gezeichnet habe, runterlaufen zu dem Futter, und die Besucher können die dann freilebend dort beobachten. Natürlich waren die in echt gar nicht frei, denn ich habe wieder einen Zaun gezogen, um so ein bisschen zu beeinflussen, wo die halt langlaufen dürfen und wo nicht. Weil man muss natürlich aufpassen, bei diesen steilen Klippen können die trotzdem runterlaufen, die Dinos. Und das sieht dann alles nicht ganz so schön aus. Deswegen habe ich das schön mit einem Zaun abgesteckt. Und dann einfach wieder mit der Invisible Fence Mod das Ganze entfernt. Und das hier ist das fertige Ergebnis. Die ersten Dinosaurier haben sich auch schon da unten am Strand eingefunden, wie ihr seht. Parasaurolophus laufen da rum. Und ich konnte mich mal wieder nicht lumpen lassen. Im Wasser habe ich natürlich Mosas platziert. Irgendwie kann ich da nicht widerstehen. Ich feiere das einfach so sehr, dass man mittlerweile Mosas im Wasser platzieren kann. Zwei Stück schwimmen hier rum. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau. Aber ich habe auch hier Futterspender noch in den flachen Teilen am Ufer platziert. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch unter Wasser noch ein bisschen Feinarbeiten machen. Ihr seht ja, hier sieht das noch nicht ganz so schön aus. Aber das ist mir jetzt nicht so wichtig. Sieht man von oben auch nicht. Deswegen lasse ich das einfach. Wir können hier nochmal eben hinfliegen. Dann seht ihr das mal. So sieht das mit den Menschen aus. Hier läuft ein süßer Protoceratops. Ist doch ganz niedlich. Und da hinten ist dann das Hotel. Und hier kann man dann logischerweise rübergehen. Und dann hier in die Beobachtungsgalerie. Da oben kommen dann die Dinos runtergelaufen. Und die kommen dann hier an den Strand. Das Ganze natürlich ohne Zaun. Man hätte sogar die Beobachtungsgalerien weglassen können. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man sich da dann nochmal richtig hinstellen kann. Und sich nochmal ein bisschen sicherer fühlt. Und auch von weiter oben beobachten kann. Bisschen schade, dass jetzt gerade keine anderen Pflanzenfresser hier runterkommen. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen mehr freigelassen. Styracos sind hier noch und Brachios. Aber das macht ja nichts. Denk mal, was ich damit bezwecken wollte, habt ihr verstanden? Und ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Alle Mods, die ich verwendet habe in diesem Speedbuild, habe ich unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.